Der große Abverkauf bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen war eigentlich gestern, heute die Erholung. Aber heute kommt eine Meldung, die diesen Abverkauf eigentlich begründen könnte, nämlich eine Attacke der US-Regierung auf Bitcoin und andere Kryptowährungen. Da will man offenkundig zwei Dinge erreichen und das wollen wir uns mal anschauen, was da erreicht werden soll in Gestalt von Janet Yellen. Des US-Finanzministeriums hat man heute gesagt, ja, Kryptowährungen, die stellen ein signifikantes Risiko da in Sachen Steuerhinterziehung, in Sachen Steuervermeidung. Und da verstehen die Staaten ja bekanntlich keinen Spaß, wenn es um Steuerhinterziehung, Steuervermeidung geht. Schließlich ist es ja die Erwerbsquelle Nummer 1 und hier dann auch Treasury, also das US-Finanzministerium, hat gesagt, wir wollen eine Meldepflicht für alle Transaktionen über $10.000 haben. Hier ist es wörtlich, Cryptocurrency already poses a significant detection problem. Also wir können es nicht fassen, wir können es nicht greifen, wenn da bestimmte Dinge sind, in dem illegale Aktivitäten großflächig dadurch erleichtert werden, including tax evasion. Klar, es ist ja so, dass Bitcoin pseudonym ist. Das ist natürlich etwas anderes, wenn ich zum Beispiel als Krimineller Erpressung betreibe, wie das offenkundig jetzt bei dieser US-Pipeline der Fall war. Dann tue ich mich natürlich leichter, statt einer Geldübergabe, wo ich Dollars oder Euro in einem Koffer bekomme und mich damit dem Risiko aussetze, geschnappt zu werden, ist es natürlich besser. Ich habe hier eine Hotline und sage, pass mal auf, transferiere mir mal ein paar Bitcoins an die und die Wallet. Dann dürfte das Ganze natürlich deutlich besser sein und deutlich eleganter funktionieren. Hier mal eine Grafik, die ich nicht verifizieren kann, ob das so stimmt. Anteil von Bitcoin an illegalen Aktivitäten oder sozusagen Zahlungsbetrugssystemen. Hier sehen wir, das ist relativ gering. Aber wenn man sich mal ein bisschen die Dinge zu Gemüte führt und Aussagen von jenen sich anhört, die zum Beispiel Bitcoin-Betrüger sind, die zum Beispiel Erpresser sind, die Hacker sind, die dann geschnappt wurden, dann im Gefängnis waren, die sagen, ja, es ist schon ein ziemlich erheblicher Teil, der in Bitcoin da passiert, also Erpressungszahlungen und. Das ist, wie gesagt, der Riesenvorteil, dass eben hier die Dinge für denjenigen, der so etwas plant und ausführt, natürlich deutlich sicherer sind. Deswegen weiß ich nicht, ob diese Grafik hier stimmt, dass wirklich der Anteil so klein ist. Natürlich wird der überwiegende Teil krimineller Aktivitäten nach wie vor in Dollar oder in Euro abgewickelt, gar keine Frage, aber der Anteil dürfte zurückgehen tendenziell. Schlichtweg, weil die jüngeren Kriminellen dann eben besser in der Lage sind, mit solchen Technologien auch wirklich umzugehen. Jetzt ist die Frage, das ist ja kein Verbot für Bitcoin und andere Kryptowährungen, sondern das ist eher eine Regulierung, der Versuch einer Regulierung, eben einer Besteuerung. Und das ist vielleicht der zentrale Punkt, denn wenn ich etwas verbiete, dann kann ich es nicht besteuern. Und das ist vielleicht genau das, was die Staaten jetzt interessiert. Die wollen auch davon profitieren. Wenn sie es verbieten, lässt sich da nichts mehr draus machen. Aber wenn ich es reguliere und das so ein bisschen an die Kette lege, dann habe ich die Sachen besser unter Kontrolle, auch wenn es ein dezentrales System ist, gar keine Frage. Aber ich habe die Dinge eben besser unter Kontrolle und kann vielleicht das eine oder andere noch rausziehen aus der Nummer. Und das halte ich doch für eine durchaus signifikante Klarstellung dessen, was die Regierungen wahrscheinlich vorhaben werden, jetzt in Gestalt des US-Finanzministeriums. Da dürfte sich dann bald eine internationale westliche Allianz bilden, um hier möglicherweise solche Regularien durchzusetzen. Die Chinesen gehen ganz anders vor. In einer chinesischen Provinz hat man jetzt eine Hotline eingerichtet, wo man verdächtige Kryptominer melden kann. Hier haben ja drei zentrale staatlich gedeckte Institutionen gesagt, also hier Kryptowährungen sind kein Zahlungsmittel, wir werden das nicht akzeptieren. Also China ist hier dabei, hier auch die Tür ein bisschen zuzumachen. Und wir hatten ja diese gigantischen Verluste gestern gesehen, da sind viele über den Jordan gegangen. Man spricht von 775.000 Konten, die geclosed wurden, die also geschlossen wurden.
Weil die Leute Margin Calls bekommen haben. Warum haben sie Margin Calls bekommen? Weil sie eben hoch gehebelt teilweise in den Märkten war. Bitcoin is fun, but it's a hell of a lot of more fun at 100 times leverage. Also wenn man 100-fach gehebelt ist, dann macht die Geschichte noch viel mehr Spaß. Und hier dürfte eben diese Hebelung ein zentraler Faktor gewesen sein. Ich hatte gestern den Margin Debt bei Bitcoin mal gezeigt, auf neuem Allzeithoch natürlich. Das heißt, hier war natürlich auch viel abzuholen. Heute dann aber die Erholung. Wir sehen letzte 24 Stunden zwischenzeitlich Bitcoin 37%, Litecoin 50%, Cardano 83%, Dogecoin 72%. Also das ging wieder saftig nach oben, aber das war vor dieser Meldung, dass das US-Finanzministerium hier regulieren will. Und ein Pusher war mal wieder, Sie werden es ahnen, Elon Musk mit einem totalen sinnfreien Tweet. How much is that Doge in the window? Wie viel ist das Doge hier in diesem Fenster? Da kann man eigentlich nur die intellektuelle Redlichkeit anzweifeln. Ein völlig sinnfreier Tweet, der natürlich nur ein Ziel hat, Doge nach oben zu bringen. Das ist wieder mal gelungen. Das ist schon, denke ich, eigentlich eine Untersuchung wert durch die SEC. Das ist Frontrunning vom Allerfeinsten. Er hat die Macht, durch einen Tweet die Dinge nach oben oder nach unten zu pushen. Und wir wissen alle, dass er offenkundig in Dogecoin investiert ist. Insofern halte ich das für reinstes Frontrunning. Das halte ich für illegal. Sei es drum, kommen wir weg von Bitcoin und Kryptowährungen jetzt zu den normalen, herkömmlichen Märkten, wenn man sie so bezeichnen will. Wir hatten gestern dieses FOMC-Protokoll, das FED-Protokoll, wo das erste Mal am Horizont aufschien, ja, wenn jetzt die Wirtschaft gut läuft, dann werden wir die Anleihekäufe ein bisschen zurückfahren. Man vermied sorgsam das Wort Tapering, also die Reduzierung der Anleihekäufe in Richtung Null, denn dieses Tapering hat einen schlechten Ruf aus der Vergangenheit, aus dem Jahr 2013, Taper Tantrum, als Bernanke, der damalige Fed-Chef, ankündigte, wir steigen aus. Da gab es richtig Stress an den Märkten. Und heute Morgen hatte ich schon im Videoausblick versucht klarzumachen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass schlechte Konjunkturdaten jetzt gut für die Märkte sind, denn die Märkte interessieren sich ja nicht für Fundamentales, sondern nur für Liquidität. Je länger diese Liquidität ungebrochen fließt, nämlich durch Anleihekäufe etc., umso besser. Dementsprechend, wenn die Daten schlecht sind für die US-Wirtschaft, ist das gut in Sachen Fed, denn die wird dann länger die Füße stillhalten. Und heute haben wir zum Beispiel den Philadelphia Fed-Index gesehen, der doch ziemlich enttäuscht hat. Alles runtergeknallt, alle Komponenten, vor allem Beschäftigung, ganz, ganz schwach. Das Einzige, was nochmal deutlich gestiegen ist, waren die Preise. Man höre und staune. Hier sehen wir nochmal die Entwicklung der Fed-Bilanz und des S&P 500. Das zeigt nochmal dieses Argument der Liquidität. Also das ist das, was im Fokus der Märkte ist. Dementsprechend wird jetzt darauf zu achten sein, wie werden vor allem die Arbeitsmarktdaten reinkommen Anfang Juni. Die dürften nach meiner Auffassung gut werden. Dadurch wird es vielleicht für die Märkte dann schwieriger. Wir sehen, dass Tech heute gesucht ist. Die Anleiherenditen so ein bisschen rückläufig. Das hat geholfen, aber Tech natürlich auch zuletzt eher schlecht gelaufen. Und vor allem die Produkte von Cathie Wood sind schlecht gelaufen und sie hat jetzt nachgekauft bei vor allem den Werten, die ziemlich verprügelt wurden, bei Coinbase, dieser Krypto-Plattform, bei Tesla, hat also hier nochmal praktisch in den Verlusten nachgekauft und sagt, ja, also ich gehe davon aus, dass sich meine Portfolios in den nächsten Jahren verdreifachen werden, in den nächsten 5 Jahren. Und Lawrence McDonald sagt hier, also wir haben doch eigentlich jahrelang gelernt, versuche nicht ein fallendes Messer aufzufangen, aber genau das macht ARK und das macht Cathie Wood, das scheint ihr Geschäftsmodell zu sein. Sie kauft Aktien, die zwischen 10% und 50% jetzt verloren haben. Coinbase ist ja unter den IPO-Preis gefallen. Tesla hat sich sehr schlecht entwickelt, 39% verloren von dem Allzeithoch, das es im Februar erreicht hatte. Und der intellektuelle Hintergrund von Cathie Wood, diese Strategie zu fahren, die hochriskant ist, die funktionieren kann, aber wenn es nicht funktioniert, dann fliegt sie gegen die Wand und zwar mit Karacho, ist, dass sie sagt, ja, also ich gehe davon aus, dass wir eine massive Deflation erleben. Sie teilt also nicht die Sorgen der Märkte jetzt vor Inflation, sondern sagt, ah, wir stehen vor einer massiven Deflation und Tech-Werte, auch unprofitable, die sie ja gerne im Depot hat, sind eben Deflationsgewinner, während eben Value-Aktien Inflationsgewinner sind.
Und sie sagt hier, Rohstoffe, da sehen wir jetzt schon den Beginn einer Korrektur. Das sei ein Zeichen, so Cathie Wood. Und sie verweist auch bei Kritik an ihrem sehr jungen Analystenteam. Und sie hat sehr, sehr junge Analysten. Sagt sie, Mensch, das ist doch unser eigentlicher Schatz. Die kommen direkt vom College und haben einen Fuß in der neuen Welt. Sie glaubt ja an die ganz, ganz große Disruption, an das Ende von Value Tech, wird alles sozusagen beherrschen. Und dann nimmt sie sich irgendwelche Abgänger direkt von der Uni oder von der Schule und glaubt, das sind diejenigen, die diese neue Welt besser verstehen, aber an den Märkten ist Erfahrung nicht unwesentlich, möchte ich hier mal einwerfen. Und diese Jungs, das sind Bubble Boomer, die haben noch nie irgendwie einen schwierigen Markt erlebt, sondern die kennen nur diese Notenbankliquidität. Märkte gehen immer nach oben, aber vielleicht wird das eben nicht ewig der Fall sein. Und dann helfen mir die Jungen relativ wenig weiter. Inflation scheint aber doch ein Thema zu sein. Wir haben hier in Deutschland etwa heute die Daten zu den Erzeugerpreisen gesehen. Stärkster Anstieg seit 10 Jahren. Bums, da ist also durchaus was im Busche. Und jetzt kam der Chefvolkswirt der EZB heute, Philip Laney, der gerne und oft die Fehler von Lagarde in ihrer Anfangszeit korrigiert hat und hat gesagt, ja, also hier, diese Bottlenecks, diese Flaschenhälse, diese Lieferengpässe etc., das ist ja keine echte Inflation, gell? Also wenn die Preise steigen aufgrund dieser Bottlenecks, aufgrund dieser Lieferengpässe, dann ist das keine Inflation. Aber nach Definition ist eben der Anstieg der Verbraucherpreise Inflation. Warum die auch steigen? Weil Philip Lane vielleicht Magenbeschwerden hat oder keine Ahnung warum, das Ergebnis zählt. Und dementsprechend ist diese Aussage doch etwas merkwürdig. Nicht reale Inflation, das finde ich einen hochinteressanten Punkt. Wir hatten gestern, hier sehen Sie unten das, in dieser Grafik die Aussagen von Cisco, die gesagt haben, der Ausblick bei uns fällt nicht so gut aus, weil wir schlichtweg eben auch Probleme mit Chips haben, mit vielen Komponenten, und das wird mindestens ein Jahr noch so bleiben, so hat Cisco gesagt. Also das wird nicht vorübergehend sein, die Aktie deswegen heute, gestern nachbörslich die Zahlen auch ziemlich schwach auf der Brust. Ja, und jetzt ist eben die Frage, wir haben nicht nur bei Chips diesen Mangel, der sich bis ins Jahr 23 sogar reinziehen kann, die Zeitfristen werden immer länger, wie wir hier sehen, sondern das betrifft so viele Bereiche, Kupfer, das betrifft immens viele Produkte, etwa Abfallprodukte, die normalerweise entstehen, etwa durch Benzin, durch Diesel, Kunststoffe, die daraus gewonnen werden können, die nicht gewonnen wurden, eben weil es einen Lockdown gab. Da kommt man teilweise gar nicht drauf, auf was da teilweise jetzt an Mangel entsteht. Da hätte man vorher nie drauf kommen können. Jedenfalls sehen wir unten in der Grafik, dass sowohl Transport als auch Lagerhaltung und Storage, also praktisch die Aufbewahrung und Lagerhaltung, dass die Kosten hier massiv nach oben schießen. Und dann eben das letzte Puzzlestück wäre dann eben die anziehenden Löhne. Und immer mehr Unternehmen, auch in den USA, heute Under Armour, haben gesagt, wir werden die Löhne anheben. Amazon hat das schon gesagt, McDonald's hat es gesagt. Also es sind nicht die kleinen Firmen, sondern es sind die großen Firmen, die ihre Löhne bereits jetzt anheben. Und das wäre das letzte Puzzleteil in Sachen Inflation. Und die wäre dann nicht so vorübergehend. Das wäre schlecht für die Fed, das wäre schlecht für die EZB und es wäre schlecht für Cathie Wood. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und bin gespannt, wie Bitcoin heute reagiert auf diese Geschichte mit dieser Regulierung, die hier offenkundig geplant ist durch die US-Regierung. Servus und ciao.